Du fragst dich, wie du einfacher, bessere Einstiege und größeren Erfolg an der Börse haben kannst, dann bist du hier bestens aufgehoben. Ich zeige dir einfach und nachvollziehbar, wie du die Chartanalyse anwendest und worauf du achten musst, damit du sie wirklich erfolgreich anwenden kannst und das Ganze funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Felix Höfelborn, Aktientrader mit einem Master in Exercise Science and Coaching. Hier auf meinem Kanal, da verhelfe ich dir mithilfe fundierter Strategie und Tools dein Trading auf ein völlig neues Level zu heben. Chartanalyse als solche wird ja häufig belächelt und es wird immer gesagt, dass sie nicht funktioniert. Daran belächle ich dann wiederum, dass ich innerhalb von ein paar Fragen die Ursachen dafür finde. Lass uns also nochmal völlig von vorne starten, um ein paar Dinge ganz klar zu stellen und einige Fragen zu verstehen. Was ist jetzt eigentlich erstmal ein perfekter Einstieg, wenn wir schon davon sprechen? Bedeutet das für den einen vielleicht, dass es immer funktioniert? Das kann ich dir schon von Anfang an hier nehmen. Es gibt keinen Einstieg, der immer funktioniert. Für mich bedeutet ein perfekter Einstieg, eine Methodik zu entwickeln, einen Chart so zu lesen, dass man, wenn es funktioniert, ein sehr großes Potenzial hat. Ja, das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, was die meisten tatsächlich nicht verstehen. Das heißt, wenn wir schon schreiben, sehr großes Potenzial, dann meine ich, sehr großes Potenzial. Natürlich gibt es dafür Gründe, darauf wollen wir gleich eingehen, aber großes Potenzial bedeutet erstmal, dass wir eine sehr große vermeintliche Bewegung, eine große Bewegung also haben können, die sich auch in größeren Zeitebenen erstreckt und dann sozusagen sehr direktional in eben diese Richtung geht. Soll bedeuten, diese große Möglichkeit gibt uns eine Chance, bei sehr kleinem Risiko auch langfristig davon zu profitieren. Wie eben im Beispiel von Nvidia. Genauso habe ich es gemacht. Das ist aus meiner Sicht der perfekte Einstieg. Wenn wir jetzt diese Definition verstanden haben, dann können wir uns natürlich im nächsten Schritt fragen, was sind eigentlich die Gründe, die vorausgehen. Und das ist ganz wichtig, denn die meisten Videos, die ich irgendwie auf YouTube sehe, die meisten Erklärungen sind immer Strategie, 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 aber es kommen so viele Punkte, bevor man tatsächlich einsteigt, die eben richtig funktionieren müssen. Das ist exakt der Grund, warum ich diesen Trade nicht einfach nur gesagt habe, oh, damit habe ich so viel Geld gemacht und so viele Prozente erwirtschaftet. Nein, in dieser Serie, das ist ein Video hier aus dieser Serie, dann brechen wir alles runter und deswegen würde ich sagen, falls du die anderen Videos dieser Serie noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir die eben nochmal komplett auch unterhalb im Pinned Post, dass du einfach die komplette Playlist anschauen kannst, denn heute sprechen wir darüber, wie wir dieses Potenzial, ja, wie wir den perfekten Einstieg mit Hilfe von der Chartanalyse tatsächlich dann auch sehen können. Aber damit würden wir völlig vernachlässigen, was bislang geschehen ist. Bislang haben wir eine Fundamentalanalyse gemacht. Wir haben verstanden, warum wir diese Aktie überhaupt auswählen würden. Warum wir vielleicht überhaupt auch Aktien als solche handeln möchten. Erst wenn du das alles in chronologischer Reihenfolge anwendest, dann kannst du aus meiner Sicht wirklich den perfekten Einstieg erst generieren. Nimm das also mit im Hinterkopf. Wenn wir jetzt aber weiter eben hier in den gleichgezeigten Chart eintauchen, dann müssen wir sagen, dass die Chartanalyse, und darum soll es ja heute gehen, als solche schon einen zusätzlichen Grund darstellen kann. Wenn also der Chart ein Grund ist, dann ist es wirklich signifikant. Und wir sprechen eben genau jetzt im weiteren Grund darum. Wir wollen also alle Schritte bislang meistern. Wir wollen sie verstehen. Wir wollen gute fundamentale Daten haben. Aber dann wollen wir Charts finden, die uns allein auf Tatsache der technischen Analyse, der Chartanalyse ebenfalls einen Grund liefern. Und das machen wir, indem wir in den Chart springen. Das war exakt der Chart zum Zeitpunkt, als ich das Ganze gesehen habe. Wir haben hier einen ganz klaren Aufwärtstrend. Ja, ein Trend ist dadurch definiert, dass wir ein neues Hoch machen, wir halten höher, wir gehen von da höher. Wir haben also eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs. Das ist für die meisten nichts Neues.
Im Hintergrund siehst du auch, dass ich da in der Regel Moving Averages nutze. Häufig die Frage, was nutzt du da, Felix? Das ist ja magisch. Nein, es ist nicht magisch. Es muss nur Sinn machen und es muss das Trading einfacher machen. Du siehst auch, dass ich nicht viele Indikatoren nutze. Ich nutze unterschiedliche Indikatoren, je nachdem, eben, welche Chartebene ich mir gerade anschaue. Aber hier für diese Chartanalyse des heutigen Videos, 90% des Erfolgs von mir bei der Chartanalyse kommen eben vom Tageschart und nicht vom Intraday-Chart. Das verstehen die meisten nicht. Ja, du handelst doch, Einstieg ist doch innerhalb des Tages, ist ein Intraday-Handel. Nein, die Entscheidung, warum das Ganze funktioniert, das passiert eben auf dem Tageschart. Der Rest ist die Technik, wie ich einsteige, wo ich meine Stops platziere und so weiter und so fort. Alles Themen, mit denen wir uns innerhalb der nächsten Folgen noch beschäftigen werden. Wir haben also die fundamentalen Daten, die wir bereits im letzten Video gesehen haben, die wurden hier bestätigt. Vorher wussten natürlich schon andere, dass das vielleicht kommen kann, aber wir müssen nicht diese anderen sein. Wir wollen dann handeln, wenn wirklich alles zusammenkommt. Und das kann teilweise auch sein, dass wir denken würden, sind wir da vielleicht zu spät? Nein, häufig ist es nicht zu spät und wir wollen keine unterbewerteten Aktien handeln, sondern wir wollen gut bewertete Aktien handeln und dann einsteigen, wenn das Timing optimal ist. Wir sehen hier am 24. Mai oder am 25. Mai 2023 ging es los. Wir hatten diese Quartalszahlen, den fundamentalen Auslöser. Und dann ging es hoch, ja, ein leichter Aufwärtstrend noch, aber wir sehen, dass es so ein bisschen, wenn wir jetzt einen Trend einzeichnen würden, so ein bisschen mehr, ja, in die Seitwärtsphase ging. Wir haben hier nochmal diese letzte Struktur getestet, dann ging es hier nochmal hoch. Auch dann haben wir wieder diese Struktur getestet. Ja, dann dachten vielleicht einige, wir machen hier ein tieferes Hoch und wir brechen hier diesen Trend. Und wir sehen, ja, wir testen so 400-Dollar-Marke ziemlich häufig. Wir testen sie jetzt schon seit Juni 2023 bis Oktober 2023. Dann auf einmal, ja, können wir hier so den Widerstand einzeichnen und wir halten grob überhalb dieser Struktur. Im Hintergrund also zu sehen, diese violettfarbene Linie, grob wichtig für mich, Moving Averages im Allgemeinen, die nutze ich, um zu verstehen, wie die Bewegung der letzten Wochen oder so waren. Ich nutze hier einen 50er auf dem Tageschart, das bedeutet 50 Daily Moving Average, 50 Tage eben hier repräsentiert durch die violettfarbene Linie. Wenn der Preis da drüber ist, und eben auch der Moving Average steigt, dann gibt mir das ein Indiz dafür, dass die Käufer mehr in Kontrolle sind als die Verkäufer. Und wenn ich dann hier die klassische Charttechnik eben anwende, dann sehe ich auch, dass der Trend aufwärts gerichtet ist. Ich sehe auch, dass die vergangenen Quartale und die vergangenen Monate hier sehr stark waren und dementsprechend habe ich hier erstmal eine starke Aktie. Und ich möchte starke Aktien kaufen, die noch höher gehen und ich möchte schwache Aktien verkaufen und shorten, die noch mehr fallen. Ich möchte nicht hier unten kaufen, während wir einen Abwärtstrend haben. Ich möchte dann kaufen, wenn die nächstgrößte, sicherste Bewegung kommt. Das ist ein Unterschied zu vielen, was man da draußen sieht, aber das ist auch ein Unterschied, was die erfolgreichsten Trader machen und nicht irgendwie immer ins fallende Messer eben greifen. Wir haben dann eben hier diese Seitwärtsphase seit August 2023. Also initial diese Earnings, dann eben diese Quartalszahlen. Und dann sehen wir, dass wir sehr flach um diese 405-Dollar-Marke eben seitwärts gehen. Wenn wir diese komplette Range einzeichnen würden, sehen wir, dass das eine Range ist von 100 Dollar. Ja, also 100-Dollar-Range, also sehr gerade Zahl, das ist häufig. Manchmal haben wir Ranges von 20 Dollar, je nachdem. Wir würden ja auch sehen, von 500 Dollar ist das eine Range von grob 20% eben, in der wir konsolidieren. Wichtig, was die meisten auch falsch machen, gerade bei längeren Zeitebenen würden sie denken, das ist doch viel zu hoch, wo kommen wir her und so weiter und so fort. Und wir würden denken, oh, das ist völlig übertrieben, das ist komplett die Blase. Hier also der Tipp noch am Rande erwähnt, nutze die logarithmische Darstellungsweise, gerade wenn du dir langfristige Perspektiven anschaust. Das führt eben dazu, dass wir ehrlich und rational bleiben. Was bedeutet das? Wenn wir also eine Veränderung haben, hier von 200 Dollar auf beispielsweise 280 Dollar, dann ist das im Chart durch zwei Raster, also zwei horizontale Raster dargestellt. Wenn wir hier oben gucken jetzt, dann ist zwei Raster, sind nicht die gleiche prozentuale Veränderung, eben wie von 200 Dollar auf 280 Dollar. Ja, wenn wir das Ganze jetzt aber logarithmisch darstellen, dann sind alle Bewegungen eben
logarithmisch dargestellt, soll bedeuten, von 43,5 auf 49,5 ist eben prozentual das gleiche wie von 260 auf 300. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil dann würden wir sehen, okay, so weit weg ist es doch gar nicht. Und das ist relativ eine Geschichte, die wir eben hier sehen. Und zu diesem Zeitpunkt, als es dann eben hier ausgebrochen ist, habe ich es durchaus eben mit dieser Seitwärtsphase verglichen und gedacht, okay, da kann noch einiges kommen. Und vielleicht bringt uns die nächste Bewegung bis $700, bis $900, vielleicht auch bis zur magischen 1.000-Dollar-Grenze. Ja, wir sehen, aktuell sind wir bei $880. Ich habe mir also nur ein Teilstück abgeschnitten bis $700, aber ich denke, ein sehr gutes Teilstück, mit dem man sehr erfolgreich eben handeln kann. Hier, wichtig für mich, wie sieht ein guter Chart aus? Wir haben also schon notiert, Trend, der Preis befindet sich immer im 50er Daily Moving Average, der Preis hält eng an hohem Level und der Preis konsolidiert vor allen Dingen. Gerade im Einklang mit dem letzten Video der fundamentalen Zahlen ist es wichtig, dass wir eine Earnings-Stabilität bekommen, im Optimalfall über 2 bis 3 Quartale. Kurze Unterbrechung, es geht in weniger als 30 Sekunden weiter. Wenn du auf der Suche bist, wie du auf dem schnellsten Weg mit dem profitablen Trading und Investieren an der Börse loslegen kannst, bist du hier auf meinem YouTube-Kanal natürlich schon an der richtigen Stelle. Als weitere Hilfe auf deinem Weg will ich dir meinen WMT Trader Crash Kurs recht herzlich ans Herz legen. In diesem kostenlosen E-Mail-Kurs erfährst du alles, was du zu deinem Start ins Trading und Investieren wissen musst. Es erwarten dich nützliche Tipps, exklusive Videos und mein White Paper, in dem du nochmal alles in Ruhe nachlesen kannst. Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit mir. Wir hatten hier sozusagen bereits diese Phase, in der allgemein der Markt ein bisschen besser sich erholt hat, in der große Investoren eben das sozusagen ja vorhergesehen haben vielleicht und auch völlig zu Recht. Aber der Beweis dessen kam erst hier. Und dann wurde es nochmal bewiesen durch nochmal sehr gute Earnings. Und jetzt nochmal gute Earnings. Also, wir haben viele Quartale in Folge eine gewisse Stabilität auch dieser Umsätze eben gezeigt. Und erst dann kam der einfachste Trade. Und das war eben der Fall, als wir hier aus dieser seitlichen Konsolidierung ausbrechen. Wir müssen schauen, und das können wir hieraus ganz klar lernen. Wir würden also einfach eine Zeichenlinie benutzen. Wir würden das hoch hier verankern eben. Und einfach mal schauen, wie lange gehen wir seitlich. Und wir gehen seitlich vom Donnerstag, dem 24. August, eben bis zum besagten Ausbruchstag an eben hier dem 8. Januar. Wir haben also 93 Balken oder andersrum 92 Balken, die wir seitwärts gehen. 92 Balken bedeutet also 30 wirklich oder pro Monat haben wir 20 Tage, die handelbar sind. Wir haben also 92 tatsächliche Handelstage, die wir seitwärts gehen. Wenn wir es einfach so in Tagen ausdrücken würden, 134 Tage, die wir seitlich gehen. Hier ein klares Prinzip. Ich sagte vorhin, es ist wichtig, dass der Chart als solches bereits einen Grund liefert. Das als solches ist ein Grund. Du kannst dir vorstellen, je länger diese Phase ist, desto mehr wird interpretiert. Leute positionieren sich auf die Short-Seite. Denken also, okay, das kann nicht noch höher gehen, das ist überbewertet, das kaufe ich nicht, sondern ich shorte es, ich setze auf fallende Kurse. Mit jedem Tag, der ins Land zieht, gibt es mehr Investoren, die eben das möchten, die ihren Senf dazugeben möchten, die entweder kaufen oder entweder shorten und auf das Gegenteil wetten. Und je mehr diskutiert wird, desto mehr passiert. Mehr Preis, mehr Zeit, mehr Volumen. Mehr Volumen über Zeit und Preis gleich mehr potenzielle Emotionen. Wenn es also hier rausgeht und wir sehen, das Volumen zu diesem Zeitpunkt, das ist sehr erhöht. Ja, wir haben hier 63 Millionen Aktien am 8. Januar. Und wir müssen schauen, vorher hatten wir hier 80 Millionen an den Earnings. Ja, wir hatten 100 Millionen an diesen Earnings. Aber in der Zwischenzeit hatten wir nicht viel. Das bedeutet, allein der Ausbruch aus diesem Chart signalisiert sehr, sehr, sehr vielen Institutionen, jetzt ist der Zeitpunkt zu kaufen. Und es ist so lustig, wenn Leute sagen, Charttechnik funktioniert nicht. Und gleichzeitig guckt man bei sehr, sehr, sehr vielen Funds,
dann nutzen sie exakt das Gleiche und jeder hat diese Konsolidierung gehandelt und den Ausbruch dieser Konsolidierung gehandelt. Das heißt, ja, ein Chart als solches, Chartanalyse als solches, stellt ein grundsätzliches Potenzial für ein Ungleichgewicht im Chart dar. Wenn die meisten Leute aber Charttechnik nicht vernünftig betreiben und nicht die genannten Steps bislang innerhalb dieser Winning Trader Series abarbeiten, ja, dann funktioniert Chartanalyse wirklich nicht. Grundsätzlich haben wir jetzt also verstanden, dass ich nach starken Aktien schaue, die sich in einem Trend befinden, dass ich den 50er Daily Moving Average benutze, um zu verstehen, wo befinden wir uns. Der Daily Moving Average, der soll steigen, der Preis soll sich darüber bewegen und der Chart als solches, ja, der kann ein valides Einstiegskriterium als solches darstellen. Konsolidierung für mich 30 Tage plus, also 30 Balken, nicht unbedingt nach Monaten gucken, weil ja auch Wochenenden sind, also tatsächlich 30 plus gehandelte eben Handelstage. Das sind also hier die Punkte, die visuell hervorstanden, erhöhtes Volumen beim Ausbruch und daraus ergibt sich jetzt die Ausgangssituation. Wir haben die eben näher verstanden und der besagte Tag rückt eben näher, an dem ich jetzt einsteigen musste. Wie platziere ich also jetzt innerhalb dieses Tages, wenn ich einsteige, meinen Stop-Loss? Wie mache ich das Ganze mit der Positionsgröße? Das sind exakt die Videos meiner Reihe Winning Trader. Schau dir jetzt also die restlichen Videos an, damit du nochmal ein komplettes Bild bekommst und abonniere natürlich auch meinen Kanal, um keins meiner Videos zu verpassen. Schalte bitte die Benachrichtigung ein und dann sage ich, dein Weg zum erfolgreichen Trader ist gerade erst gestartet. Bleib also neugierig und stets bereit, deinen persönlichen Börsenhandel auf das nächste Level zu heben. Bis zum nächsten Video, mach's gut und tschüss.